Hallo, liebe Leute. Wenn ich eigene Samen gewinnen möchte, da zum Beispiel bei Zucchini, muss ich die Früchte wachsen lassen. Schaut ihr bitte mal. Das ist eine riesen Zucchini, die ist schon so hart geworden. Die kann man nicht essen. Aber ich habe die absichtlich gelassen, weil die jungen Zucchini habe ich abgemacht, wir haben gegessen und sie, habe ich gemeint, werden mir für Samen bleiben. Aber die wird schon eine Weile, mindestens bis September so wachsen. Vielleicht wird sie nicht mehr wachsen, aber reifen. Genauso mit den hellen Zucchini. Das ist so runde Zucchini wie Ball, so ungefähr. Die wird auch so bleiben. Das sind die Gurken, die ich für Samen gelassen habe. Die sind schon gelb geworden, liegen schon länger, aber abmachen werde ich im so ungefähr Mitte September, wenn die Pflanze total austrocknet. Und genauso bei Zucchini, wenn die Pflanze total trocken wird. Natürlich kann sein, es wird viel regnen, dann muss man schon eher abmachen und da kann man irgendwo zu Hause am Fensterbrett liegen lassen. Bei Tomaten ist es ein bisschen anders mit Samen. Wenn die Tomaten reif sind, da sind die schon, kann man schon Samen gewinnen. Aber die besten Samen muss man aus größeren Tomaten. Ich nehme natürlich extrem reife Tomaten, die größeren, die unten da überwiegend wachsen, die größeren Tomaten. Also nur besten Samen. Und gleich schneide ich die Tomate. Das ist die Sorte Turboreaktiv. Allererste wurde die schnell reif. Schneide ich und kratze die Samen raus. Ich habe solcherweise Tomaten geschnitten. Das ist für mich so bequemer, die Samen zu bekommen. Jetzt sind die Samen da, zu schnell da. Und ich muss noch Wasser dazu geben. Die sind so in eigenem Tomatengelee, so kann man sagen. Tomaten sind im Wasser, Tomatensamen. So bleiben die 2 Tage so stehen und dann nehme ich Sieb und habe nur Samen im Sieb. Und so ungefähr habe ich die Samen gesammelt. Und dann trocknen lassen. Bei der Hitze, einen Tag haben die Samen getrocknet und das war ausreichend. Aber jetzt ein bisschen kühler geworden, vielleicht ein paar Tage braucht man. Draußen im Schatten auf Terrasse lasse ich die Samen austrocknen.